Moin zusammen, wir sind's wieder, der Michi und der Harm. Und wir sind wieder unterwegs auf Timmergut Trails. Ah, ich muss immer noch ablesen. Zusammen, wollte ich gerade sagen, musst du immer noch ablesen. Ey, der antwortet sogar. Aber wie? Ratzi fatzi. Und mach mal Kleid. Apropos Hund, ich glaube, meiner liegt da hinten noch. Ups, hab ich vergessen. Ja, dann hört man die Schritte immer. Ja, richtig. Ja, ich glaube, wir sind hier dann ganz gut, ne? Ja. Das wird dann ja so oder so deiner. Ich habe ja einen Grizzly ja gehabt. Wieder kommt einer ange. Moin. Da sind wir auch schon da. So, du Hirsch. So. Komm zu Onkel Harm. Mal gucken, ob der Fängler schon was sieht. Bringt vernünftiges Gehör mit, nicht sowas wie vorhin. Nee, nicht wie vorhin, wie vor 8 Tagen. So. ja, genau, stimmt. Echo 100 Asthma. Und den dann aber gerade umgehen, habe ich gesehen. Aber auch nur gesehen, nicht gehört. Jetzt schon wieder. Kann nicht, der hat noch 200%. Oder ist im Riech? Der ist noch nicht müde. Oder er hat einen Bug. Spuck ihn aus. Bugs, kennst du noch die Bugs in Weichen Zackse? War das? Ja, klar. Das war noch hier wie hier. Hört mir jetzt nicht an. Tasche. Super. Ja, der erste Teil war gut, der zweite war scheiße. Der erste war genial, ja, richtig. Da gab es auch noch einen dritten, ne? Und der war total daneben. Ja. Denn? Lustig. Die hören sie nichts. Ja. Ja. Oh, er kommt aber. Oh, doch. Auf 5 Uhr. Den kann man noch nichts. Ich habe einen Fernglas. Da irgendein Hund hat aber wirklich einen Bug. Ja, das macht er regelmäßig. Den Kopf hoch und einmal. Ja, die Schuhe wieder. Und dein Skript muss umgeschrieben werden. Yep. Ich wollte gerne mal so eine Woche in. Bei Expensive World mal so im Büro sein. Mal gucken, wie das da so. Kannst ja mal hinfahren und klingeln. Vielleicht machen die. Glaub nicht, dass die dich da reinlassen. Meistens sind die Bürotouren sogar mit dem Zahlencode gesichert, wo die reingehen. Naja, klar. Darum musst du ja klingeln. So, ich höre Schritte. Oder ist er schon? Ach Gottchen, da ist er schon. Da war er schon. Ja.
Keine Chance. Nee, der ist weg. Nee. Der ist weg. Hier auf freiem Feld, ne? Ja. Nichts getan hier. Ja, das Problem ist, haben wir nicht gesehen. Der war auch zu schnell. Der war gerade 30 Meter, gerade dass man die Schritte hören konnte. Upp, ey, so. Moment! Hinter uns, warum eigentlich? Hinter uns. Ist er. Da bleiben wir auch mal hier sitzen, würde ich sagen. Mhm. Bisschen weiter auf die Spitze. Ja. Wir werden das mal auf die Spitze treiben hier. Ich sag da nichts so. Aber den müsste man hier besser sehen können. Da ist übrigens noch die wunderschöne Brücke. Ja. Da sind wir jetzt leider vorbeigelatscht. Dran vorbeigelaufen. Ich kann mal eben mit Fernglas mal abblasen. Ja. Solche Brücken, solche ähnlichen Brücken gibt es hier auf der ganzen Map so hier und da mal verteilt. Mit Dach, das ist, ohne Dach. Das ist die Brücke am Fluss hier, auf Glintfluss. Kennst du den Film? Brücke am Fluss? Hat Clint Eastwood Hauptrolle gespielt und auch Regie geführt. Mit dem Fotografen? Das sagt mir mit, jetzt. Mit der so Farmerfrau? Gesehen habe ich den, glaube ich, mir sicher schon mal, aber. Oh, ganz toller Film. Filme, die, wo Clint Eastwood Regie führt und. Wo sind wir denn jetzt so oft gedreht? Cold hatten wir jo. Mhm. Kann ja mal ruhig nochmal. Mal gucken, ob wir den jetzt früher zu sich bekommen. Ich glaube, hinlegen brauchen wir uns nicht, ne? Nee, dann ja, dann siehst du nichts. Ja, es ist ja ziemlich trocken hier. Man könnte es hier eigentlich. Ja, könnte man anzünden, ne? Ich bin nicht Raucher. Ich habe leider kein Streichholz oder Feuerzeug dabei. Du? Nee. Und wenn die Tiere dann durchs Feuer springen, weil sie eingekalt sind, muss man hinterm Feuer warten, genau. Ne? Mhm. Er ist dicht dran. Er musste unten am Fluss, da unten irgendwie Richtung Brücke musste. Gehen wir weiter, bisschen weiter nach vorne, besser sehen. Ja, ich glaube. Mein Fernglas sieht noch nichts. Da ist er. Der ist jetzt knapp 50 Meter. Der Richtung. Okay. 95 bis 115 Kilo, 45 bis 140 auf Score. Ja, also. Nehmen wir mal im Visier mit dem Gewehr. Und wenn ich ihn drin habe, dann werde ich es tun. Yep. Nicht. Kein Risiko. Weg. Microphone muted. Microphone activated. Was? Hm? Nix. Nix, nix. Was, ich hab so einen Katzenhals im Moment. Trink was. Fisherman's Friends habe ich hier liegen. Ich habe hier schon zwei Flaschen Wasser stehen. Und ja, das sieht schon ein bisschen besser aus vom Geweih. Noch nicht so, aber. Ach, der liegt da ja blöd. Heb ihn da hoch. Ja, ich will ihn mal hochheben, genau. Heb ihn mal hoch. Hm.
Komm mal hier, guck mal, wie wir Onkel haben. Nur mal gucken. Ich will gar kein Foto machen, nur das Geweih will ich sehen. Ah, jetzt liegt er so blöd mit dem Kopf nach hinten. Machen die Menschen das immer noch? Ah, so, so schön. Er dreht ja komisch mit dem Kopf. Ich halte ihn still und er dreht und dreht und dreht. Ja, das Gewicht, das Geweih ist so schwer. Die verwerten sich nicht schön auf das Bild. Nein. Wie komme ich raus aus der Angelegenheit? Escape. Also, ach so, stimmt, ja. So, Weiter geht's. Wo sind wir denn neuen jetzt? Punkt machen, da müssen wir hin. Ja. Ach, das geht. Wir sind zu. Ja, das geht ja noch. Ja, das hält sich noch in Grenzen. Und? Ja. Wieso kriege ich ein Fragezeichen? Mittlerweile habe ich die Tastaturbelegung im Kopf. Ja, Aber aber man. so wie du mir das gesagt hast, hierher und bleib. Oh, die Eselsbrücken, ne? Ja. So einen Scheiß vergisst man nicht. Moti hier ist ziehend. Unsere Richtung. Ja, da werden wir bestimmt gleich noch ein paar mehr sehen. Jo. Oh, da fällt mir ein. Ja. Hat sie Hand am Morgen? Oder wieder Donnerstag? Ich gehe mal davon aus, Donnerstag. Ja, die haben ja jeden Donnerstag machen die einen Livestream, die Johanna. Johanna. Johanna, genau. Evil. Hat nichts mit Andrea zu tun. Immer ganz interessant, immer mit Einlandsgästen. Letztens war ein Deutscher, Lutz hieß der, glaube ich. Was ist da denn jetzt abgesprungen da unten? Ich habe nichts gehört. Da war doch irgendwie was. Ja, vielleicht war das Mode hier Dings hier. War ja im. Ja, ist das so was ähnliches war's, ja. Ich glaube, wir gehen mal runter, aber dann verschrecken wir die nicht alle so. Er stand nämlich da unten am Ufer. Ich habe nur noch was Schwarzes weghüpfen sehen. Machen die das auch, dieses Hüpfen? Das machen nur Rehe, ne? Oder können die das auch, dieses Bambi Die Hüpfen? machen das auch, ja. Oh. Guck, der war nämlich auch schon flüchtend hier. War Pity auch flüchtend, siehst du? Ach, ah, das ist auch egal, weiter geht's.
check mal unten am Hochsitz, werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann kann man in dieser Richtung, ich habe den Mount hier wieder, den wir vorhin verloren haben. Aha. So, in diese Richtung hier. Richtung Straße, geradeaus weiter. Ich dachte wenigstens vorherige Spur wiederentdeckt, also das muss er sein. Okay. Aber wie gesagt, wir könnten auch zum Hochsitz gehen und da callen. Ja, lass uns das machen. Das macht Sinn. Ja. Denn da ist ja auch dieses Ausrufezeichen da. Ja, genau, lass uns da hingehen. Diese Sehenswürdigkeiten, obwohl eine Sehenswürdigkeit ist das ja normalerweise nicht, aber. Wer voraus? Was? Setz einen Punkt drauf, ich sehe nur den Rücken. Hast du ihn gehört? Ja. Ja. 25 Meter. Von mir. Ach. Er schnaubt. 28 Meter von mir. Hinterm Baum, hinterm Bier. Also ich kann nicht sehen, aber ich sehe die weißen Umrisse, ne? Ich glaube, er dreht sich in meine Richtung. Ich nehme mal die Pistole in der Hand. Und ich stelle mich aufrecht hin. Also ich sehe noch nicht. Alter. Er steht. Wo ist er denn? Bin ich jetzt blind oder was? Er kommt auf dich zu. Er steht vor dir. Hilfe. Ich habe ihn im Visier. Hilfe. Da ist er. Wo ist er? Jetzt sehe ich ihn erst. Das ist deiner, ne? Du bist dran. Such ich auch genau. Echt jetzt? Ja, er ist auch da. Er kommt wieder. Ja, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Jetzt muss er dicht vor dir gewesen sein. Hab ihn nicht gesehen, aber... Ja. Ey. Guck, mein Hund hat sich da auch gleich hingesetzt, so in der Art. Hier, das war ich, oder was? Jetzt klingelt mein Telefon, ich glaub's dann nicht. Ja, Kreislauf. Das war bestimmt ein Weibchen, siehst du? Die sind nämlich angriffslustiger. Ja. Aber da machen wir jetzt keinen Trophy-Shot von, oder? Nee. 16 Euro. Ja, das war ja für diesen Teil wieder ein toller Abschluss. Und, Ja, das passt, ne? Ihr habt, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, mein Telefon klingelt nämlich, dann schaut doch bitte den nächsten Teil an. Bis dahin, winke. Jo, tschüss.